Zweimal ein harmloser Buchladenbesitzer namens Joe Goldback, der irgendwie mehr in sich hatte, als es erst erschien. Wir dachten alle, ey, cooler Typ, der Bücher liest, bisschen komisch wahrscheinlich, hat jetzt nicht so viele Freunde, aber was kann da schon schief gehen? Und ja, am Ende des Tages hat sich rausgestellt, irgendwie alles. Yu war wirklich maximal im Hype, aber die Serie hat irgendwie es geschafft, dass keiner mehr über Yu redet und das ist ziemlich crazy, weil das hatte wirklich einen Anfangshype wie 13 Reasons Why, wie Riverdale und sonst was. Aber warum das so ist, besprechen wir in diesem Video, deswegen viel Spaß damit. So, willkommen meine Damen und Herren und willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Wie versprochen gibt es natürlich wieder ein Absturzvideo und zwar von Yu, du wirst mich lieben. Ich glaube, jeder von uns kennt die Serie. Es hatte damals unfassbar viel Hype. Wird heute immer noch die erste Staffel, kann man immer noch schauen. Aber warum es ab der ersten Staffel bergab ging, besprechen wir in diesem Video. Deswegen gerne hier Follow da lassen. Wir sind kurz vor den 10k. Also wirklich, es dauert nicht mehr lang. Ich hoffe, wir erreichen das relativ schnell und zügig. Ja. Ansonsten Daumen hier oben lassen. Gerne das Video auch den Freunden oder euren Freunden teilen, falls ihr wisst, dass ihr Yu-Fans seid. Wir gar nicht so viel reden, gehen wir rein. In der ersten Staffel lernen wir Joe kennen, einen charmanten, aber zutiefst gestörten Protagonisten. Und ja, der Typ war wirklich sehr, sehr, sehr crazy und sehr, sehr psychisch gestört einfach. Das Geniale an Staffel 1 war, dass die Serie irgendwie unseren moralischen Kompass verdreht hat, was ziemlich spannend war und eine Mischung aus Romantik und Psychothriller uns gab. Joe Goldberg war nicht einfach nur böse, er war halt einfach Joe. Er war irgendwie kein Protagonist, aber auch kein Antagonist. Er war so ein Anti-Held, der aber schlechte Ziele irgendwie verfolgt. Er stalkte Beck, was schon mal crazy ist, weil irgendwie war das zum, also es war zu gut, sag ich euch ehrlich, wie es ist. Das war Top 10 Stalker-Sachen, die ich jemals gesehen habe. Hackte ihr Social Media und beobachtete sie durch Fenster, was crazy war, aber wie gesagt, er machte das auf eine Art und Weise, die irgendwie uns mitfühlen lassen hat. Sag ich euch, wie es ist. Also irgendwie, ich habe ihn gefühlt. Aber nicht auf kranke Art und Weise, dass ich es auch machen würde, sondern ich war einfach beeindruckt, wie er stalkt. So ein Ding war das. Und wenn man das ganze Skript lesen würde, würde man erstmal denken, dass das Ganze wirklich ein Kriminalprotokoll ist, von einer Anzeige und die erzählt das und so weiter und so fort. Aber nein, der Film ist eigentlich, oder die Serie ist eigentlich eine Romanze. Das Opfer war Beck. So, Beck war das perfekte Objekt für Joes Begierden. Sag ich euch ehrlich, wie es ist. Die Geschichte zwischen den beiden war eigentlich von Anfang an ziemlich süß. Zwei intellektuelle Seelen, die sich in einem Buchladen treffen. Und das ist meiner Meinung nach der perfekte Stoff für eine Romanze. Also einfach Bücherei, geht keiner mehr hin, dann lernst du einen süßen Typen oder süße Frau kennen. Und dann war halt einfach, keine Ahnung, eigentlich hätte da schon die Story zu Ende sein können. Aber nein, falsch gedacht. Beck war perfekt, zumindest in Joes Augen. Und das machte sie halt nur zur Zielscheibe seiner Obsession, was halt verrückt war, weil der Typ hat wirklich eine Obsession entwickelt. Was Staffel 1 so fesseln machte, war, dass Beck einfach nicht das typische, klassische Opfer war. Sie hatte viele Freunde, sie war beliebt, aber hatte auch ihre eigenen Probleme, aber irgendwie aus irgendeinem Grund hat dieser Mann sie einfach als perfekt angesehen. Sie hatte auch natürlich ihre Fehler, sie war chaotisch, manchmal egozentrisch und hatte, wie gesagt, auch Probleme mit ihrer Familie und so weiter und so fort, aber das machte sie sehr menschlich. Also sie war jetzt keine böse Frau oder irgendwie nichts, wo man sagen müsste, okay, sie hat irgendwas verdient. Das heißt, eigentlich ist es ziemlich komisch, ihn zu feiern, aber sie gleichzeitig in Schutz zu nehmen. Aber das hat die Serie irgendwie geschafft zu kreieren. Die Dynamik zwischen den beiden, also Joe und Beck, war halt einfach unberechenbar, ziemlich aufregend. Und ja, es war halt einfach packend. Es war ziemlich packend so, weil du hast dir gedacht, okay, wie geht sie jetzt damit um? Sieht sie diese Red Flags oder nicht? Und das ist halt das Ding. Die Serie hat uns dazu gebracht, über Beziehungen in unserer Gesellschaft nachzudenken, wie weit wir gehen für Liebe, wie weit manche wirklich gehen für Liebe, wie oft ignorieren wir eigentlich Red Flags, wenn uns nur jemand schmeichelt. Das passiert auch den Frauen heutzutage ziemlich oft. Irgendwie, keine Ahnung, die Frau ist blind von der Blindheit des Mannes und geht dann auf einmal in eine toxische Beziehung und das kann halt einfach ziemlich schnell ins Auge gehen, wie man da gesehen hat. Und ja, am Ende des Tages ist sie auch gestorben, also ich meine, schlimmer ins Auge gehen kann es nicht. Der Typ hat auch zwei andere gekillt, also eigentlich einen anderen gekillt und zwar ihren besten Freund. Und eigentlich war da schon okay, die Serie ist zu Ende, er hat das, was er am meisten liebt, hat er gekillt, hat er verkrault und man hätte hier einen Schlussstrich auf jeden Fall ziehen können. Aber dann kamen die späteren Staffeln und hier wurde dann einfach reingeschissen, sage ich ehrlich, wie es ist. Ab Staffel 2 zieht dann Joe nach Los Angeles. Ein neuer Anfang nicht wirklich hätte sein können. So, man hätte die Serie irgendwie sich neu erfinden, also die Serie hätte sich neu erfinden können. Aber nein, es ist wirklich nur ein neuer Ort, neues Opfer, neues Drama. Wir bekommen dasselbe Rezept, nur schlechter gewürzt. Joe verliebt sich diesmal in Love Quinn, ein Name, der förmlich schreibt, bitte interpretiere nicht zu viel rein, aber ja, sie haben die wirklich Love Quinn genannt und Joe's Love, also das ist crazy. Es war schwer, meiner Meinung nach, nicht das Gefühl zu haben, dass sich alles und alles wiederholt. Wieder eine Frau, wieder eine Besessenheit, wieder stalken. Das war der Moment, als die Show meiner Meinung nach ein bisschen den Berg abging, weil du hast halt das Gefühl so, okay, ey, ich habe denselben Song hier, ein bisschen andere Akzente und das war's schon. Und der ist die ganze Zeit in Dauerschleife. Und immer wieder kamen so frische, neue Sachen, wo man dachte, okay, wird die Serie jetzt sich neu erfinden, wie zum Beispiel Joe hätte vielleicht ein psychisches Drama bekommen können, wie bei Vinland-Saga, den Anime. Dass er irgendwie, dass man die zweite Staffel dafür nutzt, zu sagen, okay, er reflektiert vielleicht sein Verhalten. Er ist wirklich bedrückt davon,
dass zwei Leute gestorben sind. Er ist wirklich bedrückt davon, dass seine große Liebe gestorben ist. All das, so wirklich hätte man richtig rausholen können in Staffel 2. Nein, wie gesagt, tatsächlich willst du nur einfach auf den nächsten Titel drücken und es passiert einfach nicht. Es passiert einfach nicht. Es ist wirklich low-key Copy-Paste. Und da war schon so, okay, die Zuschauer waren schon ein bisschen, glaube ich, okay, es nervt nur noch, es ist ein bisschen langweilig und so weiter und so fort. Klar, man konnte sich noch angucken, aber es war auf jeden Fall nicht mehr die alte Frische wie in der ersten Staffel. Jetzt kommen wir zu Love, Quinn. Die große Wendung in Staffel 2, dass Love am Ende selbst eine mörderische Ader haben. Überraschung, das war jetzt nicht so clever an der Stelle, weil statt einer interessanten Dynamik waren halt einfach zwei moralische Wracks, also wirklich kaputte Charaktere, die einfach sich versuchen zu übertreffen. Sag ich euch ehrlich, das war keine geile Wendung. Sag ich euch, wie es ist. Also viele fühlen das nicht. Und meiner Meinung nach hat der Plot am Ende des Tages auch das Genick gebrochen von der Serie. Also es war wirklich so dieses, man hat versucht, irgendwie die Schockmomente der ersten Staffel zu überbieten. Also alles, was in der ersten Staffel passiert ist, zu überbieten und dann einfach Toten rauszuholen. Und das wurde wirklich Toten rauszuholen. Klar, es war interessant, so am Anfang, so die ersten 5 Minuten, und dann hat man gemerkt, okay, Bro, das ist einfach nur auf Krampf. Also das gehörte eigentlich nicht zum Plot, oder wenn es der Plot war, dann hat man sich da nicht so viele Gedanken gemacht. Man hätte viel mehr auf Joes Charakter gehen können. Anstelle bringt man den eine Olle, die einfach auch kaputt im Kopf ist. Sag ich euch, wie es ist. Natürlich darf man nicht so hart sein. Es ist schon okay zu sagen, okay, wir versuchen jetzt zwei von derselben oder vom selben Schlag in einem zu bringen. Ich verstehe den Gedanken dahinter, und der Gedanke dahinter ist nicht so schlecht. Es sollte nur sehr natürlich sein. Dass er gerade eine Psychopathin auswählt, ist ein bisschen crazy. Hätte man das wie beim Joker 2 machen können, auch wenn der Film jetzt nicht gut war. Aber einfach, okay, man lernt sie in der Psychiatrie kennen, zum Beispiel. Das würde Sinn machen, dass man eine Verrückte auch in diesem Ort kennenlernt. Aber dass man random einfach eine findet, die auch Bock hat, irgendwelche Leute zu töten, das macht halt wieder keinen Sinn. Das ist einfach wieder Zufall und der Plot ist dann nicht durchdacht und man hat das dann irgendwie reingeworfen. Das fühle ich persönlich halt einfach gar nicht. Staffel 3 war dann, Joe und Love waren dann halt verheiratet, haben ein Baby und eigentlich der American Dream, Haus, dradala, dies, das, aber es ist irgendwie das Problem. Joe war nie bestimmt, ein Familienmensch zu sein, und das ist das große Problem von dieser Serie, weil der Typ ist obsessiv nach Frauen, okay, oder nach bestimmten Frauen. Versucht diese unbedingt oder mit diesen unbedingt eine Zukunft zu verbringen. Und was passiert am Ende des Tages? Er stellt sich raus, er ist überhaupt kein Familienmensch. Was von Anfang an schon klar war, weil so einen Typ kannst du nicht in der Familie quetschen. Und das hat die Serie versucht, ihn in eine Rolle zu pressen, die einfach nicht zu ihm passte. Um ehrlich zu sein, hatte ich einfach keine Lust mehr, das zu sehen, so ein Serienmörder beim Windelwechseln und so weiter und so fort. Also es passt einfach nicht. Es ist wie wenn du Jeffrey Dahmer auf einmal siehst, wo der Windel wechselt. Dass er dann auf einmal doch eine Frau findet, dann Windel wechselt, dann auf einmal ein Daddy ist. Das hat einfach keinen Sinn geben, meiner Meinung nach. Von Anfang an hätte man diesen Plot nicht wählen dürfen, weil es einfach nicht passt. Die Spannung, die in Staffel 1 zu packen war, fehlte halt komplett. Stattdessen wurde die Morde von Joes inneren Monolog einfach fast zu Selbstparodie, und was Love betrifft, die war halt komplett tot. Also wirklich tot. Sie wurde von einer interessanten Figur am Anfang zu einer völlig unkontrollierbaren, kaputten, impulsiven, und das machte sie halt einfach unberechenbar, aber halt einfach nicht auf einer geilen Art und Weise, dass sie den Plot irgendwie erneuert, sondern meiner Meinung nach war es zu viel. Es gibt Charaktere, die können unberechenbar sein, und die bringen den Plot auch weiter, weil es einfach Spaß macht, den zuzugucken, und vor allem in den einzelnen Sequenzen irgendwie dann Sinn macht, den zuzuschauen, weil dann irgendwie sich der Plot verändert. Aber das war einfach viel zu viel, meiner Meinung nach, und viel zu nervig. Und dann kam Staffel 4 und da war eh schon klar, ey, die wollen nur noch Geld rausmachen. Die Macher dachten sich wohl, okay, wie können wir einfach weiter Geld rausholen? Sind wir uns alle ehrlich, wie können wir da weiter Geld rausholen? Und anstatt sich auf Joes inneren Kampf oder interessante neue Dynamik zu konzentrieren, was hätte man eigentlich schon bei Staffel 2 hätte machen müssen, wurde er wieder in eine neue Umgebung geworfen, Europa, und die Storyline wurde immer absurder und absurder. Joys Obsession war nicht mehr faszinierend, sondern einfach nur wiederholend. Es war einfach nur noch wiederholend, und das war halt einfach nicht nice, sage ich euch ehrlich. Das war nichts mehr Neues, und man hätte sich auf den Charakter Joe viel mehr konzentrieren können, dann wäre die Staffel oder die Serie auch viel, viel besser geworden. Aber irgendwann war es halt einfach nur noch schwer, mit Joe mitzufiebern, weil du weißt, wie am Ende des Tages das ausgeht, und du weißt, der Typ, was will er denn? Er war schon immer manipulativ, gefährlich, und irgendwann war halt der Reiz einfach weg. So, man kann nicht 4 Staffeln lang den gleichen Trick wiederholen. Man hat es in 3 versucht, ein bisschen anders zu machen. Ja, aber da hat es nicht gepasst. Das heißt, du hast einen Charakter, der egal wo er landet, einfach kein Ende. Also es gibt kein Ende für ihn, außer er stirbt. So mehr ist halt einfach nicht mehr. Und das war halt am Ende des Tages einfach nur langweilig und hat die Zuschauer meiner Meinung nach einfach nur ermüdet. Deswegen war die Staffel 4, darauf will ich auch gar nicht so weit eingehen. Also es war einfach Trap, weil du wirklich einen Charakter hast, der einfach kein Ende hat. Also du hast einen Charakter eigentlich nur für eine Sache geschrieben, und zwar fürs Stalken und fürs Kranksein. Aber du hast dir keine Gedanken
Gedanken gemacht, mit dem Charakter überhaupt zu gehen. Was kann dieser Charakter noch lernen? Wie kann sich dieser Charakter weiterentwickeln? Und was ist das Ende dieses Charakters? Ich will es nicht immer wiederholen, aber da hat Snowfall zum Beispiel einfach, da merkt man den Unterschied zu Snowfall. Hier wurde von Anfang an gemacht, okay, was ist das Ende dieses Charakters? Was kann diesen Charakter stoppen? Wird es ein Happy End oder nicht oder sonst was? Und hier hat man einfach kein Ende in sich gehabt oder zumindest kein cooles. So, das war's vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wie versprochen, die Woche, diesmal wirklich sehr, sehr pünktlich sogar an der Stelle. Hoffe ich, dass ich das jetzt auch nächstes Mal auch wieder schaffe. Nächstes Mal wird es wieder kein Absturzvideo, sondern ein anderes. Und für nächsten Monat habe ich ein super Format oder ein neues Format ausgedacht. Deswegen lohnt es sich hier auf jeden Fall aufs Plus zu drücken. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ja, und ansonsten würde ich sagen, wie gesagt, wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut und...